Tja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Wir sind im letzten Part hier im wunderschönen Abwasserkanal angekommen. Und wir genießen das Leben hier unten in dieser stinkenden Pampa. Ah, hui. Es riecht aber ziemlich hui. Red uns, Kai. Warst du das oder hui? Nein, ich bin nicht für diesen stinkenden Gestank. Dieser stinkige Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich bin dafür nicht verantwortlich, Mensch. So, aber jetzt mal wirklich hier Real Rap und Lörres auf den Tisch geklatscht. Was ist im letzten Part noch so abgegangen? Wir haben nicht nur den Abwasserkanal betreten, sondern wir haben uns auch mit Komasan anfreunden können. Und, tja, die Spitze der Krone war, dass wir uns Stimuleo gegönnt haben. Und zwar in einer 5-Sterne-Münze am Yokai-Marten. Ich raste vollkommen aus. Und was soll ich Ihnen sagen? Ja, Stimuleo sieht an sich schon ziemlich krass aus. Wenn man bedenkt, hey, er hat jetzt schon 317 Life-Points und 230 Angriffspunkte. Wenn ich mir da mal ganz kurz Hovenan angucke, das sieht deutlich schlechter aus von den Life-Points her. Von den Life-Points her auf jeden Fall. Und dann noch von dem vom Angriff her, ne? Und man muss bedenken, Hovenan ist Stufe 13. Ja? Stimuleo ist Stufe 1. Und hat schon fast so viele Angriffspunkte wie Hovenan. Und, naja, fast doppelt so viele Life-Points wie Hovenan. Also 100 mehr auf jeden Fall. Deswegen, lass knacken. Wir gehen das Angriffsdefizit ein, aber gönnen uns das Lifepoint, plus, in dem Sinne, lass knacken, würde ich sagen. Gut, was gibt's in der Mission? Warum werde ich hier so angegeiert? Ach so, okay. Okay, thanks. Oh, dann gönnen wir mal bitte das hier alles. Sieht lecker aus. Hui, dankeschön. Eins nice Mini-Kluge. Geil! Okay, dann hätten wir erstmal genug palavert und gehen in das zweite Level rein und kämpfen gegen Zappelfand. Hui, okay. Wir müssen 55.000 Punkte oder mehr erzielt haben, wir müssen 150 oder weniger Wappbops platzen lassen und wir müssen Doofcup haben. Willst du mich abziehen? Wo komme ich jetzt an Doofcup? Wie komme ich jetzt an Doofcup ran? Habe ich ihn überhaupt? Oh, bitte lass mich ihn haben. Ich glaube, aber ich habe ihn nicht. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Nee, leider nicht. Wie komme ich an Doofcup ran? Oh, ich überlege, das hier mit den Yokai sein zu lassen, weil es ist halt voll drei ist. Was soll ich Ihnen sagen? Na, jetzt gucken wir erstmal, wie wir an den Doofcup rankommen. Hat er irgendwie ein Hauptlevel? Ja, hat er. Das zweite, oder? Nee, das dritte. Aha. Okay. Was hat er an Lieblingsessen? Süßigkeiten. Er mag oder Naschwerk, wie es hier heißt. Ja. Und wir haben zweimal diese 10 Bonbons. Ich würde aber ganz ehrlich auf den Reiskracker gehen. Dafür werden wir ganz ehrlich mal kurz den Laden besuchen gehen. Was soll ich Ihnen sagen? Wir haben es ja gerade locker mit der Hosentasche. Aber wir kommen gerade nicht an bessere... Schokoriegel, Brudes! Tja. Ja gut, also wir haben scheinbar gerade nicht die Möglichkeit... an bessere Items zu kommen. Zum Beispiel Riesenreiskracker gibt es hier gar nicht. Gut. Falsches Level. Ich habe mich sowieso schon, du Sau. Hier, für dich. Genau, hi. Wir werden direkt durchflexen. Ich möchte diesmal nicht so palavern wie gerade eben oder wie im letzten Part, dass ich versuche, in die Fieberzeit zu kommen. Lass mal stecken. Das müssen wir uns hier nicht gönnen. Erstmal natürlich, ganz klar, der Leckerbissen, den wir auf seinen Nacken werfen. Und hi! Er zeigt erstes Zutrauen. Geil!
Das gefällt mir doch gut. Ziemlich gut, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht erreichen wir ja sogar die Fieberzeit, wer weiß. Ich will sie nicht zwanghaft erreichen, aber wenn es passiert, dann passiert's. Wenn ich dann halt eben nicht. Wir gucken mal. Aber es ist schon traurig, dass wir Horvanyan ersetzt haben. War ich mal gut. Ja. Es war eine Frage der Zeit, weil er war wirklich nicht so geil für Rang B, ne? Also für Rang B vielleicht schon. Aber da gibt es deutlich Stärkeres. Nein, ich wollte gar nicht Amnesimon haben. Warum habe ich den jetzt bekommen? Das macht keinen Sinn. Bist du behindert? Hä? Was soll das? Das ist die Yokai-Watch-Logik, oder? Hey, du willst dich mit Yokai XY anfreunden? Hier, freunde dich mit mit Yokai dieses Kalibers an. Geil, oder? Ja, total, ich raste aus. Ne, komm, wir machen jetzt den hier. Angriffskraft erhöht. Geil! Ratatatatatata. Wir hätten fast Shibanyans Ulti geschafft. Nein! Was soll das? Warum Doofkap? Warum Amnesimon? Das macht keinen Sinn. Ach, bitte. Hey, lass uns Freunde sein. Wir sind noch nicht befreundet, oder? Ich bin mir nicht sicher. Doch. Ach, du Sau. Ach, du Sau. Gehen Sie weg. Sie mieses Schwein. Lassen Sie das sein. Oh, ich bin Zweiter. Ja, Jason, Bruder, es ist Erster. Okay, thanks. Wir versuchen ihn natürlich vom Thron zu stoßen, ist auch ganz klar. Und dafür muss ich endlich mal gucken, dass ich hier den Leckerbissen ja an dich austeile. Thanks. So, wir visieren ihn an, damit er zuerst stirbt. Keine Ahnung, ob das was bringt. Bin mir nicht ganz sicher. Was soll ich Ihnen sagen? Ja, komm, egal. Ich versuche jetzt keinen. Es ist doch egal jetzt hier. Neuer Rekord hin oder her. Wen juckt das? Alter, ich will nicht Amnesimon haben, Mann. Ist das dein Ernst? Junge, ich gebe dir dieses C-Bomber noch nicht an Doofkap, dass ich Amnesimon bekomme. Ist das dein Ernst? Ich verbrauche hier wertvolle Geister, du Sau. Och, komm schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh. Was soll das denn? Ich gebe mir doch diese Drecks-Scheiße. Gut, da sollten wir Doofkap vielleicht zuerst besiegen. Das wäre vielleicht eine nice Idee. Na komm, hier. Aber trotzdem, ich habe ihm da dieses Drecks-Bonbon gegeben, dass er da das Zutrauen zeigt, Mann. Und man kann ja auch nur einen Yokai pro Kampf. Freunde, es geht ja leider nicht mehr, ne? Das geht ja leider nicht. Was soll ich Ihnen sagen? Leider geht es nicht. Aber gut. So ist das nun mal. Was soll ich Ihnen sagen? Ach komm schon, warum denn nicht? Ich check's nicht, ne? Wenn ich gleich wieder Amnesimon bekomme, ich raste so aus, ne? Weil, Alter, das ist ein Scheißrang E-Yokai. Ich gehe in dieses Drecksbonbon und er will nicht zu mir kommen. Komm schon. Ich kenne die Befreundungschance nicht, aber trotzdem. Ist das dein Ernst? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist doch ein schlechter Witz. Ach komm, ey. Hervorragend.
Ach man. Ich habe auch fast keine Bonbons mehr. Ich muss gleich wieder welche nachkaufen. Gut, ich denke, das rentiert sich sowieso, weil die kosten ja nur 16 Gold und ich mache ja pro Kampf, glaube ich, um die 50 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 20, 30. Ich sollte das refinanziert bekommen. Aber trotzdem, die Zeit kann ich nicht refinanzieren. Wenn die Zeit umgeht, dann ja. Bam. Ach ja, ich sollte vielleicht Doofkopf erstmal, ne? Ja. Hi. Hier. Gönn dir ein leckeres Naschwerk, du Sau. Aber man kann sie echt nicht mit anderen Sachen füttern. Man kann sie nur mit den Lieblings-Items füttern. Das ist relativ dreist. Was soll ich jetzt sagen? Was ist das wohl? Ja. Ja. Wie bitte denn, Sui? So mache ich einmal diese Technik Fangs. Und dann machen wir uns jetzt einen nice neuen Rekord, oder was? Jawohl. Geil! Und damit hätten wir Jason Bruders überholt. Ich raste aus. Okay, damit hätten wir auch Doofkopf bekommen. Das wurde aber auch endlich mal Zeit. Rindfleischspieße. Lecker, lecker. Oh ja. Von der Freude sein. Dankeschön. Ha, das behinderte Recolor von Amnesimon. Ich raste aus. Er kann es aber auch immer wieder wagen und wagen und wagen. Die miese Sau. So, damit würde ich sagen, ab in den Unterwasserkanal oder in den Abwasserkanal. Und jetzt gönnen wir uns natürlich Zappelfand. Aber vorher, meine lieben Brutes, müssen wir uns ja erst noch den guten Doofkopf annehmen. Wir müssen ihn ins Team packen, das ist doch klar. So, nach Rang wieder ordnen, bitte. Da wäre er. Schön. War da was? Erlaubt ihr Anwesen eine Zeit lang zu vergessen? Amnesie, man eine Zeit lang zu vergessen? Was? Okay. Ja gut, wenn das so ist. Wobei ich eigentlich sagen würde, komm, wir packen ihn rein und Schleifer kurz raus, weil Stimuleos Ultiseel, um sie uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen, erhöht die Angriffskraft mit einer Brüllaura. 10 Sekunden lang werden die Punkte, oder wird die Stärke um 43 Punkte, glaube ich, erhöht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich das bezeichnen soll. Wie soll ich es Ihnen sagen? Vielleicht, indem wir etwas weniger palavern. So, 55.000 Punkte oder mehr. 150 oder weniger Wap-Wops und Doofkopf. Ergo kriegen wir hin. Mhm. So, Zappelfand und Opa Gusto. Hm, ja gut, okay. Das sind schon ziemlich viele Pushes gewesen. Ich raste aus. Kleiner Hund. Ja, wie bitte denn, Sui? So, ich würde sagen. Kurz alles pushen. Gut, die Healkraft wird nicht verstärkt, das ist schade. Schrei nicht so rum, du Sau! Wie kannst du es wagen, in aller Herrgottsfrühe hier rumzuschreien?
Junge! Dünnes Eis! Ach, wollen wir nochmal kurz in die Fieberzeit? Ich weiß nicht, ey. Nee. 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 So lassen sie es stecken, Fangs. Und bye. Ich hoffe mal, das waren weniger als 150, aber ich denke mal schon. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. War ja klar. Volt extrem als Bonus bekommen. Oh, okay. Ein wirklich sehr krasser Saft, möchte ich sagen, ja. So, was kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Simpel. 57.000 Punkte oder mehr. Siege mittels Ultisil-Schlag. Nein, ich wollte gar nicht. Ich habe da gar nicht drauf gedrückt. Meinst du das gerade ernst? Ach, komm schon. Das wollte ich gar nicht. Ach, komm. Ich würde am liebsten abbrechen, Mann. Aber ich denke mir, das Gold ist genauso wichtig. Ich habe da nicht drauf gedrückt. Ich habe nicht da drauf gedrückt. Ich bin mir sicher. Ich habe da nicht drauf gedrückt. Was soll das? Naja. So, Stimuleo, deine Ulti will ich bitte auch noch schnell voll haben. Thanks. Vorwärts Push und so. Ja. Also fast tot. Er faulenzt einige Sekunden, das ist ja cool. Das kann ich angreifen. Das ist eine coole Fähigkeit, doch, doch. Da muss ich sagen, ist cool. Ja, ja. So, ich über Kummers Fähigkeiten noch und dann müssen wir auch hier durch. Das ging mega easy. Auch wenn wir es gerade so mit den Punkten geschafft haben, ne? Oder? Nein. Ich glaube, es zählt gar nicht. Doch, es zählt. Weil wir die Endpunktzahl auf 64.000 haben. Wir müssen Dizuma benutzen. Aber Dizuma ist kein Problem, weil den haben wir ja schon. Ich werde euch nicht zeigen, wie man den bekommt. Der ist im zweiten Level von Lenzhausen Neudorf. Das habt ihr gesehen. Also, hi. Also kommen Sie nun rein, Sie Sau. Mehr Angriff. Ha, das ist ja traurig. Mehr Angriff um 40. Das ist ja krass. Na gut, machen wir es nochmal. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe da nicht drauf gedrückt. Ich wollte mir gerade den Stern anschauen, was ist rechts so, ne? Und dann sowas. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, was war der zweite Stern. Ach ja, Ultisildschlag. Ach ja, pff. Jetzt habe ich beiläufig gemacht. Ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet. Ha. Ja, ne? Aber gut. Die Kombo baut sich gerade wieder auf. Ich raste aus. Jetzt halt gerade hört sie wahrscheinlich auf. Oh mein Gott. Du kannst ja auch nicht alles haben im Leben. So, dann machen wir mal alle Ulti-Seals, weil anscheinend irgendwie alle fertig sind. Ich raste aus.
Kopfnussknall. Geil. Das heißt, wir haben jetzt noch den Fieberbonus. Also wir haben jetzt die Fieberphase und wir haben den Wertepush von Stimuleo. Was richtig krass ist. Krass. Oh, diese Punktzahl, Jungs. Geil. Wunderschön. Geil. So, mal gucken, wie das mit dem Rekord aussieht. Ja, wie sieht's aus? Ja, Jason, Bruder, sie. Wir sind Vierter. Das ist ein Anfang. Nice. Gut, Jungs, Mädels, ich würde sagen, wir beenden den Part wieder mal mit dem, ja, Yokai-Maten und mit den Missionen. Vielleicht bekommen wir weitere Münzen aus dem Missionsbonus oder so. Keine Ahnung. Boah. Wir gucken mal kurz. So, das heißt, wir hätten alle Tagesboni abgeschlossen für heute. Kann das sein? Ja, ja, jetzt will er wieder rumpalabern. Ja, ja, ist okay. Ja, ja. Oh Gott, das gibt wieder viel Kohle. Und neuer Gegenstand. Im Laden, Riesenreiscracker. Oh, wir haben ihn freigeschaltet. Wir haben ihn in diesem Part gebraucht. Bekommen ihn in diesem Part auch. Aber leider zu spät. Leck mich fett. Na gut. Verwende 7 Gegenstände. Das gibt 1 Mini-Kluge. Geil. Ja, geil. Riesenreiscracker. Ich werde drüber nachdenken. Es gibt ja noch einige andere Yokai, die auf Süßigkeiten stehen oder auf Naschwerk stehen. Deswegen wissen wir Bescheid. Okay. Man hat mir gesagt, ich sollte mich ruhig mal trauen, 3000 Y-Geld in den Yokai-Maten zu werfen, aber nein, das werde ich nicht tun. Ich werde sparen. Ich werde sparen. Wie sehe ich denn aus? Ich werde immer darauf warten, bis ich eine Münze for free geschenkt bekomme. Stand jetzt. Vielleicht ändere ich das ab, aber mal gucken, wer kommt da raus. Oh Gott, das sah, ganz ehrlich, das sah ganz kurz ganz gut aus, aber halt ganz kurz ist halt auch nicht, ja, ne? Ja, wissen Sie Bescheid. Ein August. Ich hab dich auf den ersten Blick gemacht. Lass uns Freunde sein, ja. Okay. Thanks for being here, du Sau. Na gut, komm. Ich würde sagen, wir beenden den Part und dann haben wir schon wieder eine Belohnung. Hä? Die haben wir doch gerade eben angenommen. Oh, wir kriegen eine gute Laune-Münze hinterher. Ja, die werden wir natürlich im nächsten Part dann benutzen. Ist ja ganz klar. Man muss sich das ja auch aufspannen. Muss ja alles festgehalten werden. Aber gut. Dann würde ich sagen, bin ich für heute auch wieder, ja, raus. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Es würde mich übrigens freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, wenn euch der Part gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt und mehr von mir sehen möchtet. Sie wissen Bescheid. Ja.